Ein herzliches Willkommen zurück zu Tiny Dice Dungeon. Ich habe die Zeit wieder abgesessen und spiele wieder weiter. Nein, ich wollte leveln. Ich wollte doch leveln, hatte ich doch gesagt. Map. Tovenhall. A monster has an empty dice slot, but has a built dice that they can assign. Do you want to assign it now? Continue to build. Nein, möchte ich nicht, denn ich habe leider die... Die Geld nicht da, also die Teile nicht dafür und kann das mir nicht leisten. Ich tut mir leid, also ich habe beim Gucken hier von dem Game, ich habe geguckt, ob es das schon als so Videos für auf YouTube gibt, ne? Und dann habe ich so Tiny Dice Dungeon, wie es jetzt heißt, eingegeben. YouTube einfach. Und ich habe irgendwie nur solche Sachen gefunden wie... Hacken oder Cheaten, und ich frage mich, was hat man davon, ja? Es gibt ja diese Dice... Ach du Scheiße. Es gibt ja diese besonderen, Ores da, ne? Diese komischen Kugeln, die man da in der Maschine dann kaputt macht, habe ich ja schon einmal Part gemacht, ne? Die Leute entwickeln das Game nicht, und mit der Möglichkeit, dass man da Geld reinsteckt, dass man das Geld, dass die, weil die nur weil die Geld wollen, sondern damit sie sowas Free-to-Play machen können, ja. Die könnten das Game auch einfach für Geld am Markt anbieten, ja, dass man dafür bezahlen muss generell. Ja, und dann halt sowas weg rausnehmen, obwohl manche dann auch beides machen, was ziemlich unverschämt ist meiner Meinung nach. Aber zum Beispiel, das Game ist Free-to-Play und es ist Free-to-Play möglich zu spielen. Und dann aber das bisschen, wo man Geld rein investieren könnte, ja, um sich einen Vorteil zu verschaffen oder schneller voranzukommen. Das dann zu umgehen, das finde ich einfach richtig kacke irgendwie, ja. Das finde ich einfach blöd. Wenn ich Spielehersteller wäre, ja, ich würde auch wollen, dass man mein Produkt kauft oder meine angebotenen Produkte vielleicht in-game, ja. Naja, was soll man machen? Ich meine, klar, man kann es übertreiben, ne? Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, das fällt mir da gerade ein, mir fällt gerade ein Beispiel an, wo es übertrieben wird. Was ich auch übertrieben finde, aber es geht nicht genau in die Richtung, ob zum Beispiel hier wenn du so 5 Millionen Add-ons machst, die einfach immer wieder neu kosten, finde ich auch blöd. Der ist sicher tot, aber ich würde ihn da gerne versuchen zu fangen. Dieser 5 Rolle, ne, wäre das okay. Okay, habe ich nicht, schade. Dann nehmen wir den mal mit. Dungeon Area 3. Und dort. Nice. Und dort. Und, oh, ja, würde ich sagen, hat optimal funktioniert alles. Hyper Spider auf Evil. Evil hieß der Spaß. Leute, hier steht Hyper nur noch in der Ecke, Leute. Ja, ich krieg keinen 3 Multiplier. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich immer gleich gehalten? Hier ist die... In die ist das Game realistisch gehalten? Bam. Weil zum Beispiel, ne, Wahrscheinlichkeit für jede Zahl ist einmal 1 zu 6. Außer bei dem Multiplier hat 1 zu 3 halt, ne? Ist das so? Frage ich mich. Boah, dieser 3 Multiplier kann echt Schaden machen, wenn man damit mal richtig rollt. Komm, und dann noch einmal Giftstecken, dann haben wir das. Jo. Good game. Schade, kaum was gedroppt im Gold. Okay, dann kriegen wir ja wieder Loot. 256 Coins, sehr schön. Und Level Up für beide. Level 5. Nein. Ach, das, den haben wir schon. OP. Ja, hier habe ich ja überlegt, ne? Aber wohl 2 kommen. Haben wir nicht mal. Lohnt sich nicht. Ich will den sowieso nur irgendwie rausschmeißen aus dem Team später. Wir können jetzt Gift stacken. Wir können jetzt Double bekommen. Ne? Durch Kombo-Möglichkeiten erhöht worden. Das ist schon wieder so ein neues Vieh, was irgendwie so krass ist. Sehr schön. Der Multiplayer braucht dich gerade.
Egal, wir machen Umsatzschaden. Guck mal, der alleine kriegt doch Overtime. Oh, schade. Guck mal, da hat man den Würfel, den neuen Würfel benutzt man zum ersten Mal und würfelt direkt eine 1. Das ist ja schon mal vielversprechend. Hm. Und 15 Leben hätte ich voll. Wenn er jetzt 15 schafft, wäre das nicht schlecht. Ja, hat er. Sehr schön. So, sehr schön, danke. Reicht erstmal. Reicht mir auch. Das ist auch okay. Das nehmen wir. So läuft gerade eigentlich. Läuft ziemlich. Ich bin mir nicht sicher, ob der Giftschaden immer genau zur Hälfte genommen wird. Ich hatte das Gefühl am Handy, dass bei manchen Gegnern das auch irgendwie dann nur noch ein Drittel des Giftes übrig. Nein! No space available. Wollt ihr mich verarschen? Nicht im Ernst. Ey, das war so ein Vieh, wenn ich das bekommen hätte. Ich hätte so viel Gold, so viel Leben mit dem gehabt, wenn das wirklich so war. Wo mich echt veräppeln, ne? Boah, ich ärgere mich gerade, dass ich den einen nicht freigelassen habe. Diesen habe ich doch gefangen letztes Mal. Gerade eben doch erst, oder? Oder im letzten Part. Ich weiß nicht. Ist gar nicht so lange her, ne? Ich ärgere mich gerade richtig. Ja, der hat einen Ring getroffen. Oh, toll, Ring, toll, klasse. Gifte. Stirb einfach. Komm her, Boss. Ach, da noch nicht. Komm her. Ach, komm, wieder so ein krasses Vieh hier. Hätte einfach angreifen sollen. Egal. Ich will die einfach erstmal weg haben. Das ist so riesig. Das hat mehr Leben als ich, ne? Das ist schon unfair, aber nur so ein einer wirft. So wie er. Es wäre so er mit vielen Leben. Lohnt sich nicht so. Da weiter zu stacken. Weil das war nur ein einer Multiplayer und dann noch weiter zu riskieren, dass es was nichts wird. Kam mir sowieso nicht viel Schaden aus. Ach, ärgerlich. So, Attack Mist. Ja. Dö. Ich will doch nur so bis 4-5. Das finde ich eigentlich noch okay. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit wird natürlich immer höher, eine 1 zu würfeln. Ne? Ich riskiere nichts. Ich will mal Schaden machen und nicht immer nur fail. 2. 1, 2, 3. Ah, nice. Die macht den noch kaputt. Und das ist nicht mal ein Boss, ne? Das ist ein ganz normaler Gegner gerade. Kurz vor dem Boss zwar, aber trotzdem. Ich muss den Boss noch überleben. Reicht. Ich kann den Typen gleich tot kriegen, wenn die so weitermacht hier. Ja, das sieht für mich aus wie ein Die. Das ist ungerecht. Ich will kein Geld, ja, ich will die Typen haben. Die sind so krass stark. Ich werde diese Mission, glaube ich, nochmal spielen, nur um diesen Typen zu bekommen. Und vorher entlasse ich immer die Leute irgendwie. Zum Beispiel den einen da. Ich entlasse einfach den Neugefangenen da. Und den Level 10er, den habe ich auch raus. Und mal gucken, ob der irgendwas Gutes lootet. Wäre natürlich nice. So, ich muss mal jetzt Gift draufstecken, das ist wichtig für den Bosskampf. So, sehr schön. Der kriegt schon mal ordentlich Schaden jede Runde. Er heilt sich zwar, aber egal. Oh, und zum Glück nur die, ne. Das reicht. Viel Schaden muss da gar nicht mehr drauf. Nur noch 9. Ich muss jetzt eine 2 würfeln. Ich muss jetzt ernsthaft nur noch eine 2 würfeln und hab gewonnen. Ah, ich
Ich würfel natürlich auch genau die zwei, die ich haben will, ne? Auch nicht mehr. Wäre ein bisschen zu viel auch. Ja, nimm mal hier die letzte Kultur, bitte. Ja, ist okay. Level definitiv schneller. So, Jungs. Dich hau ich erstmal raus. Dich brauche ich ja sowieso nicht. Releasing Monster. Er lässt mir ein Dings da. Perfekt, so. Und jetzt will ich wissen, gibt's dafür guten Loot? Du hast dich das Level 10 leveln. Nur mal ein bisschen Geld. Dafür lohnt sich das, du. Finde ich in Ordnung. Dich will ich auch nicht hochleveln, da habe ich keinen Bock drauf. Oh, danke. Nice, ich hätte das noch nie so hoch abgegradet. Ich meine, das ist nur das zweite Upgrade, egal. Ist nice. So. Wie 11 Stück. Wieso kann ich mir 11 Stück davon kaufen? Ach, weil ich noch so viele Teile habe. Nee, nee, danke. Ist okay, ja. Will Dice. Ultra Shards, nein, die möchte ich dafür nicht für kommen. Ne? Lohnt sich doch gar nicht. Ah, ich könnte den Healer bauen. Lohnt sich aber nicht. Jetzt bekommt man nochmal Level 10, ich weiß es gar nicht mehr. So, dann gehen wir weiter. Wir machen das nochmal. Ich will jetzt hier meine Viecher fangen. Wäre nicht schlecht. Toll, was kommt natürlich nicht. So krass starke Typen. Läuft. Egal, immerhin das läuft gerade. Jo, drei Gegner besiegt. Und maximal drei in der Runde, die wir besiegen konnten. Das gefällt mir. Overall, ganz knapp überrannt. Da, dass jetzt keine mehr solche Gegner kommen. Ist ja logisch. Erstmal den mit 15 nehmen wir. Dann die mit 10. Und dann vergiften wir noch einen mit 10. Dann sind wir fertig. So, schön. Den schaffen wir wohl nicht so näher. Ja, juckt mich nicht. Tot. Sehr schön. Oh. Der ist immerhin minimal stärker. Den schwäche ich schon mal. Jetzt wo ich mit einmal eine gute Kombo habe, sollte man das auch nutzen. Und dann haue ich mal den Rest weg. Dass der uns keine Probleme bereitet so lange. Sehr schön. Mit 4 Würfeln nur so, das ist schon wenig Schaden. Für 4 Würfel war das wenig. 13 und Minimum ist 8. Wenn der zwar auch nur ein Dings, aber ich weiß nicht, ob der irgendwas Tolles gibt. Das ist ja so ein Ultra-Gegner theoretisch. So, jetzt kann ich ihn rollen töten. Ich will ihn nicht groß vergiften eigentlich. Und dann läuft es auf einmal mit den Stacks, ne? Wenn man es nicht will. So, und jetzt eine 26 wäre nice. So, erstmal 3. Scheiß drauf. Tod ist tot. Und nochmal den Bosskampf, komm, den kennen wir noch gar nicht. Oh, guck mal, jetzt hat er 205 Leben, die sind halt ab und zu mal stärker. Ich habe mal gesagt, hab ich ja schon erwähnt, ne? Ja, in dem Fall ist er um einige stärker. Problem ist, dass das halt so ein Typ ist, der sich so krass healt. Der wird jetzt noch nerviger zu töten. Das war ein bisschen risky, aber auch no risk, no fun, ne? Schön. Ja, dieses dreifache Healen ist so übertrieben einfach. Und dann denkt man so, okay, gut, er hat einen hohen Heal, aber er macht trotzdem so einen Schaden, weil er so einen vierfachen Damage-Würfel hat. Das ist schon irgendwie böse. Ja. Schade, mal so einen doppelten, so zwei Sechsen, weil für Gift, so 24er Gift, so direkt, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber er nimmt gerade 40 Schaden durch Gift, da kann er sich nicht gegenheilen, und doch kann er.
Wenn man wieder mal davon spricht und denkt, man hätte was Gutes gemacht, ne, dann muss der Gegner auch einmal alles kaputt machen. Egal. Dann Helium wieder weggenommen. Er wäre schon tot, glaube ich. Egal. Na, das ist nicht so toll. Und sein Gift steckt gerade ziemlich ab als drauf. Ah, das lohnt sich. Mehr als dass ich geheilt habe letzte Runde, also kriegen wir ihn jetzt. Jo, der ist tot. Er ist sichert. Hat Gifthausen runter. Jo, locker. Ich hätte ihm sogar jetzt nochmal das Gift neu draufgesetzt, also was will man mehr? Plasmoid, der Plasmoid. Der Plasmoide wurde zerstört und. Nice, danke schön, das finde ich gut. Er ist schon wieder Level up. Was sagt die Zeit? Ja, wir machen noch was. Ich weiß, dass es gerade sehr eintönig ist, dass wir immer den gleichen Gegner machen. Ich mache hier mal nochmal einen neuen Gegner kommen. Wenn nicht in diesem Part, dann im nächsten Part. Aber auf jeden Fall mache ich das. So. Nice, sehr schön gespielt. Sehr schön. Ich frage mich immer auch, warum die Monster so auftauchen. Und weil die gegnerischen Monster laufen ja auch dahin. Aber meine tauchen so komisch auf. Naja, keine Ahnung. So, Kuckuck, ich bin auch da. Ich bin eigentlich gerade ziemlich froh, dass der letzte ein Gift-Typ ist. Also, dann können wir die Typen nicht bekommen. Ich will die ja nicht haben. Ich hätte ja beinahe so ein zweimal so einen starken gehabt. Aber die sind wieder nicht da. Die sind jetzt weg. Ich weiß nicht, wo die sind. Kann das sein, dass dieses neue New Monster ist available oder war das diese Ankündigung da vielleicht? Schade. Kriegen wir den nicht. Tot. Kann ja sein, ich weiß nicht, wie das genau war. Auch da wieder KI, ne? Er hätte den Multiplier nochmal hochstacken können, aber er hat es nicht gemacht. So dumm. Okay, das haben wir. Und Boss, ne? Ja. Alter! Damit habe ich nicht gerechnet, dass so ein Schaden kommt. Wie gefällt euch das Game eigentlich so? Habt ihr das selber schon gespielt oder würdet ihr es gerne auch immer selber spielen? Wie gesagt, Link in der Beschreibung, kostenlos, ne? Wie ich schon gesagt habe, Free to Play und so. Wie gefällt euch das Game? Nochmal die Frage. Und bei Heal-Würfeln kann auch nicht passieren, dass man bei einer 1 draußen ist. Also nochmal neu alles suchen muss. Das ist bei Heal-Würfeln. So wie bei diesem einen, den ich erwähnt habe, den ich mir für ihn ja bald holen kann irgendwann mal. Wenn ich die Teile zusammen habe, kann da nichts passieren. Schade. Ja, das Gift ist gerade auch ein bisschen wenig, was er noch hat, aber egal. Guck mal, auch jetzt, er hätte sich noch einmal komplett, noch zweimal healen können, hätte er sich noch. Weil er hatte schon den Angriff durch, dann hätte er noch dreimal Heal drücken können. Und dann wären ja die Würfel alle neu da gewesen und da hätte er wieder einfach auf Heal nochmal drücken können, weil da kann er ja nichts verlieren. Naja, es sind halt KIs. Und das reicht, deswegen riskiere ich mal nichts. Okay, wir kriegen also nochmal Loot. Naja, ein bisschen was, ne? Ich hab's versprochen. Machen wir das. Das dürfte ja machbar sein. Mittlerweile sind wir ja recht stark mit dem Typen hier. Subdue. Oh, toll. Gefangen, wow. Machen wir zwar nicht, aber egal. Ich will's riskieren. Ich wollte es riskieren, weil ich einen dreifachen Multiplikator drauf hatte. Einfach so ein Verlangen. Ich hätte lieber den mit 30 Leben töten sollen, oder? Egal. Auch hier würde ich gerne den mit 30. Okay, ich riskiere mal weniger, dann wird das vielleicht auch was hier. Ja, lohnt sich nicht. Ja, toll. Das lohnt sich erst recht nicht. So. Ist egal, ob ich jetzt noch irgendwas Tolles gewürfelt hätte, das reicht jetzt. Ich will mal Schaden machen.
Aber immerhin. Er denkt sich so, was der da kann, da kann ich auch, ja. Ich wollte doch nichts mehr riskieren, ne? Ist mir egal. Wen interessiert denn das? Komm. Vier Würfel kann ja nicht viel sein. Also, laut Wahrscheinlichkeit dürfte ich jetzt lange, lange keine Eins mehr würfeln. Laut Wahrscheinlichkeit. Also, zumindest kommt es mir so vor. Läuft doch. Dürfte ja wohl ein sechster Gift dabei sein. Ach. Ja, wenn man davon spricht, mal wieder. Achso, ich habe mich noch über keine Partlänge hier beschlossen. Vielleicht werde ich die auch irgendwann noch länger machen oder so. Oder einfach immer nur so lang, bis meine ganzen Punkte hier verballert sind. Das hier ist ja dann der letzte Kampf, um alles verballert zu haben. Schade. Und das haben wir trotzdem geschafft. The Ice Habit, lol. Zombie-Köpfe, da haben wir schon mal einen Boss. Haben wir den schon besiegt oder erinnere ich mich da an, dass ich ein Handy hatte? Das ist auch so ein Boss. Doch, den haben wir schon besiegt. Und dann besiege ich doch lieber noch einen. Und halt 5 verschenkte Giftpunkte. Der hat AP, Bräuchen und hier, das ist so All-Inclusive-Paket irgendwie, ne? Ja, mal nicht so weiter riskieren. Jo, das ist nice, denn wir haben noch einen Platz, soweit ich weiß. Oh, Mist, der hat zu viele Punkte, oder? Gar nicht so viel. Oh, knappe Sache. Immerhin. Genau, danach können wir die dann auch wieder freilassen, irgendwelche Leute. Nehme ich direkt so. Ist direkt gekauft. So. Ja, schade. Wieder so eine Animation, ne, für so wenig Schaden. Nice. Wo das eine hatten wir 92 Schaden, ne? Das war nice. Der macht echt keinen Schaden hier, der Junge. OP, das heißt, er ist nächste Runde. Er dürfte genau sterben, oder? Jo, er stirbt genau. Sehr schön, hat gereicht. Nein, er heilt sich, er stirbt nicht. Das habe ich nicht bedacht, dass er ihn hier hat. Jetzt steht er. So, jetzt haben wir's. Es reicht alles anscheinend, ist egal. Ich muss nur noch durchkommen. Es gibt nur mal eine Münze mehr. Ja. Das ist ganz knapp. Ganz knapp mit dem Gift. Ah, das reicht. Oh, puh. Glück gehabt, Mann. Hall of Loot. Oh, money, money, money. Oh, wer ist hier? Danke, dass du gekommen bist. Ich war hier und hab DNA irgendwas gesammelt. Und dann habe ich dieses Ding hier, hinterhältig angegriffen. Ich hab gehört, die Stadt wurde zerstört von Monstern. Ich gehe zurück und werde mein Labor wieder bauen. Ich kann dir helfen, deine Monster-Rang zu verbessern. You can reach a higher XP level. Was? Wie? Was? Wo ist denn dieses Labor? Lol. Lol, ich kann die so leveln. Nehme ich zum Beispiel ihn. Aber Maximum ist ja trotzdem 10. Ach, das sind die Leute, die ich freigelassen habe, oder was? Guck mal, da müsste ich ja ordentlich absorbieren können, oder? Der war ja Level 0, immerhin. Ach,
obwohl ich die freigelassen habe, geht das? Interessant. Das ist ja nice. Die Frage ist, ob ich damit über Level 10 komme trotzdem. Was wollte ich machen? Die Leute freilassen. Und zwar dich. Ja, egal wie stark du sein könntest, ich will dich einfach nur loswerden hier. Danke für das Geld. Und du bist sowieso schwach, also könnte ich auch freilassen. Guck mal, wie wär's, wenn du mir noch so ein All da lässt? Naja, immerhin mehr Geld. Hast du jetzt nochmal neue DNA da drin? Tatsächlich, absorb DNA. Guck mal, da muss ich, hätte ich das mal früher gewusst. Naja, so haben wir uns nochmal auf Level 8 easy gebracht, ne? Ja, jetzt ist wieder dran und sagen, bis zum nächsten Partner. Mal das nochmal irgendwie geshoppt. Ich gucke nochmal eben nochmal nach hier. Das ist der, wo ich ganz viele Comments für brauche. Okay, schade. Health brauche ich gerade nicht. Kann ich nicht irgendwie diese Dices zerstören? Um da wieder was rauszubekommen? Ich kann das ja mal googeln, aber trotzdem ist hier immer erstmal dran, Tschüss zu sagen. 50 Levels completen. 2000 Monster. To 250 Health. Okay. Achso. Das hatte ich schon mal, dann kriegt man so einen Magier. Aber das Problem ist dann, wenn man dann neuen Typen bekommt, der hat dann. Ich weiß nicht, ob die dann besser war, der hatte dann auch nur ein bisschen Anfangsattacken. Der war wieder Level 1 und die Monster, die er hat, hat er nicht. Deswegen fand ich das blöd. Und habe weiter mit dem Nahkämpfer gespielt, weil das macht irgendwie auch Sinn. Ich meine, natürlich ist da der Vorteil, wenn, ich weiß nicht, ob dann jeder hier so eine eigene Leiste hat, dann würde sich das lohnen, dem nochmal neue, ganze Level nochmal neu zu zocken, aber sonst nicht. Lohnt sich nicht, was rauszuhauen. Wäre schon nicht schlecht, um ein paar Shards zu haben, aber nee, haben wir nicht. Und deswegen sage ich bis zum nächsten Part und bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Der war ziemlich lang. Was sagt ihr dazu? Kann man das machen oder ist das blöd? Soll ich wieder kürzere Parts machen? Ich glaube nämlich, ich habe Bock auf längere Parts. Da haben wir noch ein bisschen mehr mit dem Quatschen und so. Und einfach immer so lange, bis die Punkte leer sind. Naja, ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen nochmal und ja. Zum 700. Mal Tschüss, wie jedes Mal.